Hallo Wassermann, herzlich willkommen zu Alena Tarot. Mein Name ist Alena Wassermann. Heute möchte ich gerne mit dir, für dich, für diese Person, die du vom Sternzeichen Wassermann kennst, dieses Wochenhoroskop 28.12. bis 4. Dezember 2022 mit dir teilen. Wassermann, wenn du es kannst, schließe deine Augen, lausche einfach nur den Klang meiner Stimme, erlaube, dass die Botschaften meine Energien tief in dein Unterbewusstsein eindringen dürfen. Und wir fragen jetzt gemeinsam, was erwartet Wassermann in den kommenden 7 Tagen, wenn Wassermann bereit ist zu resonieren? Okay? Wassermann, eine große Entscheidung steht vor der Türe. In der Liebe, in dem Beruf, ja. Egal, welche Entscheidung du kommende Woche treffen darfst, mache sie aus der Geduld heraus, aus der Vernunft heraus. Die Karten der Liebenden spricht immer von einer Vereinigung, von einer Partnerschaft, okay? Aber auch eine Entscheidung, die aus dem Herzen getroffen werden darf. Manchmal ist es nicht einfach, Wassermann. Es kann sein, dass du in der letzten Zeit schon sehr unruhig schläfst oder kommende Woche ein bisschen aufgewuselt bist. Geh durch deine Ängste, bringe lieber Klarheit in deine Situation. Aber wichtig ist, treffe eine Entscheidung aus der Herzebene. Und hier geht es gerade die Angst vor einer Ende einer Partnerschaft, die Angst, eine Fehlentscheidung zu treffen. Wassermann, trau dich, du bist ein Freigeist. Und nichts ist einfach. Ja, gerade wenn es um Entscheidungen geht, die dein Leben verändern können. Aber es gehen neue Wege auf dich zu. Es werden nächste Woche Entscheidungen getroffen werden dürfen, die absolut wichtig sind, ja, damit du einfach auch in dem Flow bleibst oder kommst, der dich glücklich macht. Ein Ergebnis, ein Ziel, eine Veränderung ist in reichbarer Nähe. Die richtigen Antworten, die es bedarf, werden kommen. Aber es bedarf auch Geduld, es bedarf auch Einsicht. Gerade die ältere Generation, die euch nach einem Menschen sehnt oder auch die verwitwet sind, ja. Es wird sich nichts verändern, es wird sich nichts ergeben, es wird sich nichts zum Positiven wenden. Wenn du weiter so stagnierst, okay, es ist Zeit zu handeln. Guck mal, es ist Zeit zu handeln, es ist Zeit aktiv zu werden, es ist Zeit, kommende Woche diese gewaltige Veränderung, ja, die dich aus diesem ganzen Schmerz rausholen möchte, anzugehen, die richtigen Antworten kommen, okay, bleibe in deinem Flow, um wirklich an dich selber zu denken, die Liebe, die Gefühle, die Gesundheit, alles, was dich so ein bisschen runterzieht, ja, darf neu justiert werden, Wassermann, achte auf deinen Körper. Ja, die Finanzen wird nicht das große Problem sein, die Familie auch nicht, sondern die Entscheidung, die in deinem Herzen wirklich schon längst getroffen ist, nach vorne zu bringen. Ja, guck mal, raus aus dieser Schattenwelt, raus aus den Ängsten, raus aus den Zweifeln. Ja, es ist nicht einfach, es braucht auch nicht einfach sein. Es ist wichtig, dass es ehrlich ist. Du hast eine starke Verbindung zu dir, zu einem Menschen, einem Freund, eine Freundin, vielleicht Kind oder wie auch immer. Eine starke Verbindung zu dir, auch deine Intuition wird dir zeigen, Wassermann, ab nach vorne, trau dich, es ist Zeit zu handeln. Ja, habe keine Angst davor, die falsche Entscheidung zu treffen. Die falsche Entscheidung wirst du nur treffen, wenn du nichts veränderst. Und die falsche Entscheidung ist, dort zu stehen, wo du gerade stehst. Die Zahl 17 und die Zahl 36. Macht aus diesen Zahlen, was auch immer ihr möchtet. Die 1 und die 7 können die 17, die 71 sein, aber auch die 8. Numerologie, ja, kommt ins Spiel. Die 8 ist auch die 4 geteilt. Die 8 geteilt durch 2 ist 4. Aus der 4 können wir auch die 2 machen. 2 können wir auch die 1 machen. Okay, wir haben schon ein paar Buchstaben, die reden möchten. Schaut mal. Ja, guck mal. Oh, heute gibt es viele Wassermänner, die was hören dürfen. G, W, M, F, E, W, M, L, P, N, S, Q, R, K, Z, O, B, D, A und H. Passe die Buchstaben an, Wassermann. Name, Kosenamen, Nachnamen, Herzensmännchen, wie auch immer. Wenn nicht, lass sie ziehen. Wassermann, eine starke Verbindung, ja, zu jemandem wird vielleicht wachsen können, aber eine starke Verbindung zu jemandem wird sich auch cutten können. Raus, die Schattenwelt versucht Gebrauch von dir zu machen, versucht dich einzuengen. Raus da, es ist Zeit zu handeln, damit dieses Ergebnis, wonach du dich sehnst, ja, es ist in reichbarer Nähe. Schau mal, und die richtigen Antworten kommen. Wichtig ist einfach nur, dass du dich traust, die nächsten 7 Tage wirklich an dich zu denken und an dein Wohlbefinden. Also, alles kommt im Flow, aber es ist Zeit zu handeln. Wassermann, alles erdenklich Liebe.
Danke für deine Abos, für deine Likes, für deine Kommentare, die ich alle beantworte, dass du das Glöckchen drückst, ja, für Benachrichtigungen. Crotch Waters, danke, dass ihr hier wart oder hier seid. Liken, okay, weiterziehen oder bleiben. Dezember, Legungstermine, private Legung, zielorientierte Therapien sind wieder frei, die Listen. Schreibt mich also an für eine private Legung, eine zielorientierte Therapie. Sonntag, der Live-Chat wird erst ab Dezember wieder starten, weil ich mich momentan mehr für die Familie unterstützend einsetzen darf, okay? Das heißt, die Priorität ist die Familie, die Gesundheit und danach starten wir ab Dezember die Live-Chat. Setze deine Priorität, fange an zu handeln und stelle dich an erster Stelle. Bis dahin, alles Liebe, Wassermann, bye!